Professor Bernhard Eitel bleibt Rektor der Universität Heidelberg. Die Ruperto Carola setzt also auf Kontinuität und sprach ihm das Vertrauen aus. In seine bisherige Amtszeit fielen die Erfolge in der Exzellenzinitiative und die 625-Jahr-Feier, die große Anerkennung fand. Wie es nun mit der Universität Heidelberg weitergeht, erklärt Professor Bernhard Eitel im Campus-TV-Interview mit Joachim Kaiser. Für die Wiederwahl des 53-jährigen Geographieprofessors hatten sich Senat und Universitätsrat ausgesprochen. Eitel kam 2007 ins Amt und wird nun weitere 6 Jahre die Geschicke der Universität leiten. Für seine zweite Amtszeit, die nach der Bestätigung durch das Wissenschaftsministerium im Oktober beginnt, hat Professor Bernhard Eitel ehrgeizige Ziele. Also die zweite Amtsperiode ist sicherlich beherrscht von der Umsetzung der Exzellenzinitiative der zweiten Runde. Die ganzen Projekte, die da drin stattfinden, müssen jetzt zum Erfolg geführt werden. Und dann gilt es natürlich, die Strukturen zu schaffen, in die die Exzellenzprojekte überführt werden sollen, um langfristig, mittelfristig, langfristig die Kontinuität zu wahren. Soweit die Kür, kommen wir zur Pflicht. In Zeiten knapper Kassen, was muss getan werden, um die Uni auch in den kommenden Jahren auf Kurs zu halten? Wir brauchen vor allen Dingen Planungssicherheit. Also neben der allgemeinen Forderung nach mehr Geld, die berechtigt ist, denn wir leben mit einer Grundfinanzierung, die weit über 10 Jahre alt ist. Wir können mit dem Geld nicht mehr strategisch neu umgehen, brauchen wir vor allen Dingen Planungssicherheit. Wir brauchen Planungssicherheit, was die Grundfinanzierung betrifft, die Forschungsprojekte, die Ausbauprogramme durch den doppelten Abitursjahrgang begründet. Wir müssen einfach wissen, wie können wir die nächsten Jahre die Universität weiterentwickeln, mit was müssen wir rechnen, mit welchen Rahmenbedingungen müssen wir kalkulieren. Von der Exzellenzinitiative profitierte ja vor allem die Forschung. Welche Highlights sehen Sie da für diese Universität? Ja, ich sehe nicht nur, dass die Forschung nur profitiert hätte von der Exzellenzinitiative, sondern durch die Tatsache, dass wir forschungsorientierte Lehre anbieten, profitieren alle Bereiche in der Lehre genauso, wenn die Forschung stark forciert wird. Das heißt, forschungsorientierte Lehre ist keine hohle Phrase, sondern sie hängt direkt mit der Forschungsdynamik zusammen. Das bedeutet natürlich, dass die Bereiche, die über Exzellenzcluster, über verschiedene Exzellenzprojekte besonders gefördert wurden, dann auch in Forschung und Lehre gefördert wurden. Und die Bereiche, die da etwas weniger Geld abbekommen haben oder abbekommen werden, natürlich dann auch nicht ganz so starke Förderung in Forschung und Lehre erreicht. Die Universität Heidelberg hat rund 30.000 Studierende. Können Sie denen ein kleines Beispiel geben, wie sie profitieren werden? Also strukturell profitieren die Studierenden sicher von der besseren Vernetzung der disziplinären Stärken. Das ist ja ein großer Ansatz unserer Exzellenzinitiative, nicht nur die Stärken stärken, sondern auch durch Brückenbildung miteinander zu vernetzen, um die großen Querschnittsfragen der Menschheit und der Gesellschaft adressieren zu können. Und genau an der Stelle haben die Studierenden durchaus auch einen Vorteil. Sie erleben mehr das Miteinander der Disziplinen. Sie erleben mehr, wie Projekte disziplinübergreifend organisiert werden und können in diesen Projekten selber groß werden, über Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Sie können partizipieren bis hin zu ihrer Doktorarbeit oder später in der wissenschaftlichen Karriere. In den vergangenen Jahren hat die Universität Heidelberg in nahezu allen relevanten Rankings vordere Plätze belegt. Wie kann man dieses hohe Niveau halten oder vielleicht sogar noch vorantreiben? Die Besonderheit an Heidelberg und, wenn Sie so wollen, das Kriterium, was Heidelberg von vielen anderen Hochschulen unterscheidet, ist, dass wir eine Breite in der Spitze haben. Dass wir in vielen Fächern exzellent, vielleicht sogar brillante Köpfe haben. Dass wir also mehr bieten als einzelne Perlen in einer Krone. Deshalb heißt unser Konzept ja auch Realizing the Potential of a Comprehensive University. Das heißt, wir wollen die Volluniversität nach vorne bringen und nicht fokussieren oder profilieren auf einige Profilbereiche. Wie wichtig ist für Sie diese Volluniversität, der Universitas-Gedanke? Sie ist das Leitbild der Universität Heidelberg seit ihrer Gründung. Das sehen Sie hier auch in der alten Aula. Die Universität Heidelberg ist eine Volluniversität und sie wird es auch in Zukunft bleiben. Wir werden alles tun, um dieses Leitbild in die Zukunft zu bringen und zu erhalten. Kommen wir zum privaten Herrn Professor Eitel. Was tun Sie zum Ausgleich, um fit und gesund diese Zeit durchzustehen? Da fragen Sie mich was. Ich versuche ab und zu mal zu entspannen. Ich radle manchmal etwas, wenn es mir die Zeit erlaubt. Aber viele Abendveranstaltungen und dann früh morgens wieder los oder auch am Wochenende lässt eigentlich relativ wenig Zeit für Privates.
Sie gelten als Optimist. Wird die Uni nach 6 Jahren besser dastehen als heute? Wir arbeiten dafür. Das hängt aber nicht allein an dem Rektor. Das hängt nicht allein davon ab, wie sich die Universität entwickelt oder an den Mitgliedern. Wir werden alles dafür tun, aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen. Das heißt, damit sich eine Universität zum Positiven ständig weiterentwickelt, braucht es engagierte Lehrerinnen und Lehrer im Hochschulbereich, Professorinnen und Professoren, engagierte und wenn möglich die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir brauchen sehr gute Studierende, die wir selbst auswählen können. Wir brauchen die Services im technisch-administrativen Bereich, die sich weiterentwickeln. Und für all das, um all das voranzubringen, die notwendigen juristischen Rahmenbedingungen und die finanziellen Rahmenbedingungen. Wenn alles passt, dann bin ich überzeugt, dass wir 2019 am Ende meiner zweiten Amtszeit mindestens so gut, wahrscheinlich oder sicher sogar noch besser dastehen. Aber wie gesagt, alles muss passen. Lassen Sie es mich mit einem Bild sagen. Was nützt Ihnen die tollste Universität, der schönste Ferrari, der schönste Mercedes oder was auch immer, wenn Sie keinen Sprit haben, um ihn zu betanken? Dann können Sie mit dem auch nicht schnell fahren. Herr Professor Eitel, vielen Dank für dieses Gespräch.